Hallo und herzlich willkommen zurück zur Amüsiertablette mit eurem Rockbock und Super Mario Maker. So, ich habe euch ja letzte Mal die Grundlagen so ein bisschen gezeigt und auch, dass man halt so Herausforderungen und so weiter machen kann. So, schauen wir doch mal. Ah, wir haben eine neue Mitleitung. Dann schauen wir uns die erstmal an. So, aha. Das heißt, die Sachen, die Level, die ich hochgeladen habe, haben jetzt, kriege ich dadurch eine Mitteilung, was jetzt gespielt wurde oder ob ich dafür einen Stern bekommen habe oder nicht. Und so wie es aussieht, habe ich für Können der. Doch, für die Gumba-Grotte habe ich einen Stern erhalten. Sehr schön. Aufregung pur habe ich auch einen Stern erhalten. Ist ja unglaublich. Das geht ja richtig ab hier. Sehr gut. Und viele haben das alles gespielt. Sehr schön. Das freut mich natürlich. So, jetzt habe ich schon drei Sterne erhalten. Gespielte Level 5, gespielte Male 17, verlorene Versuche 12, genau. Hier haben wir jetzt wieder noch mal andere Level. So, hier haben wir dann noch mal eine Übersicht. Aufregung pur hat einen Stern bekommen. Die Gumba-Grotte hat einen Stern bekommen. Sterntastisch leider nicht. Frage ist natürlich, warum? Das weiß keiner. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, wir wollen heute mal die 10 Mario-Herausforderungen spielen. Denn da gibt es immer was Neues. Es sind nämlich immer neue Level. So ein Zufall, die Prinzessin wurde entführt. Öfter mal was Neues. Und wir müssen sie wieder zurückholen. Versuchen wir das doch mal. Sprießende Gumbas. Eieieiei. Das hört sich ja schon mal nicht gut an. Gumbas, die eine Pflanze auf dem Kopf haben. Eine sehr, sehr nette Idee. Da hätte ich ja richtig Lust, das mal auch zu tun. Denn somit sind sie natürlich extrem gefährlich. Das Kästchen ist ein bisschen zu weit oben. Aber vielleicht ist das ja gewollt. So, Achtung und Feuer frei! Na, läuft ja. Da kommt noch der Dicke. Komm, du Dicker, du. Und so, der gleich platt gemacht. Dich, dich. Sehr gut. Da ist noch ein Decker. Aber das stört uns ja nicht, denn wir können ja einfach hier rüber. Boah! Einfach rüberspringen. Wollte ich eigentlich damit sagen. Zack. So, jetzt habe ich hier zigtausend Leben bekommen. Ist natürlich ganz fein. Bringt uns aber alles nichts, denn man hat maximal 10 Leben. Und auch wenn man mehr einsammelt, bekommt man einfach nicht mehr. Die gefährliche Bohnenstange. Eieieiei. Ist natürlich sehr, sehr nett. Toller Einfall. Klasse. Nettes Level. Und noch ziemlich einfach. Aber es wird bestimmt schwerer. Ich mir wieder die Zähne ausbeißen werde.
Sehr schön, da hat einer schon sehr gut von Nintendo gelernt. Denn manchmal muss man einfach weitergehen, um zu gucken, ob da noch was ist. Das kommt mir extremst bekannt vor. Rede ich mich auch an. Jetzt laufe ich jetzt gucken, warum. Da gibt es auch ein Level, wo man bei mir als Kumba rumlaufen kann. So. Wir nehmen mal die Abkürzung. Ach so. Gibt nur ein. So, mal schauen, was hier passiert. 2, aha. Okay. Oh, ein dicker Kumba! Komm her, du. Oh Gott, 2. Gumba kämpft gegen Gumba. Okay. Ah, gibt es also mehrere Wege, die nach oben führen? Oh, ist das fies. Alles klar. Alles klar. Sehr schön. Gut gemacht. Ah, taps. Sehr gut. Ja, das mit den Türen finde ich auch ganz geckig. Da kann man sich echt ein paar Gemeinheiten ausdenken. Aber die stehen mir leider noch nicht zur Verfügung, glaube ich. Muss ich jetzt nochmal gucken. Ich habe jetzt gerade ein Festungsupdate bekommen. Ob es da vielleicht schon mit bei ist. Ah ja. Wie wir sehen, haben wir hier auch Abwechslung pur. Denn wir hatten ja gerade das ganz alte. Und jetzt haben wir Super Mario World. Toll, jede Tür ist falsch. Nein, die wird sein. Stich. Ding Dong. Oh, ein dicker Knochenmann. Ich hatte erst gedacht, dass ich da an den Dingern hochlaufen kann. So, Achtung und Jumping. Jawoll! Ein Leben. Sehr schön. Captain Maxi Knochentrocken. Auch nicht schlecht. Ja, an Namen vergeben bin ich nicht so der Held. Ich baue zwar gerne Level, aber mit Namen habe ich es nicht so. Oh, der hier wo auch, womöglich auch nicht. Ein Gumba. Nicht schlecht. Na, jetzt bin ich in die Falle gegangen. Das war ziemlich dämlich, ich gebe es zu. Aber ist ja nicht so, als wenn wir wenig Leben hätten. Was ist das denn? Wolf? Oh, ein Pilz. Boah, ich werde hier verfolgt. Ein paar Punkte wenigstens holen hier. Oh, das sieht gefährlich aus. Okay, wir sind unverwundbar. Das müssen wir ausnutzen. Das ist jetzt eine... Ach du heiliger Käsekuchen. Okay.
Na gut, das konnte nicht lange gut gehen bei diesem ganzen Kompass. Das nennt man auch Kamikaze. Gut, wo war jetzt dieser gottverdammte Pilz versteckt? Ich glaube, bei den Wolken, ne? War der, glaube ich. Gut, das haben wir. Also eine Blume wäre extrem nett, wenn man die hier mal hinpacken würde. Aber ich glaube, das ist mit Absicht so schwer gemacht. Ich vermute es. Sonst würde ich das natürlich nicht. Oh, das war schon mein Todesurteil. Oh, das ist Ziel! Kurz auf abgekratzt. Es ist die Hölle. Eieiei. Aber es ist ja nicht so, dass wir gleich aufgeben. Denn hätten wir das getan, hätten wir nie das Ende gesehen von irgendeinem Mario-Spiel. Achso. Hier kann man drauf laufen. Okay. Das wusste ich auch noch nicht. Nein, man lernt ja nie aus. Also, der Designer hat sich auf alle Fälle was einfallen lassen. Das ist mal wieder was anderes. Und man muss wieder Geduld beweisen, da man ansonsten eiskalt drauf geht. Und Timing ist alles auf alle Fälle. Und sind wir mal ganz ehrlich, irgendwie muss er das ja auch geschafft haben. Das nenne ich ja mal viele Leben. Plus 3 Leben, sehr gut. Alles wieder schicki. So, kommen wir zum Level 6. Ein Traum. Naja, mal gucken. Ach, hey, so ein Level, na, sowas hasse ich ja wie die Pest. Aber hier wird irgendwie nur mit Münzen geschossen. Das ist natürlich geil. Oh, 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 oh. Wie komme ich da raus? Ich muss da rein. Ah, tot. Ich hasse solche Level. Ich bin eher der Typ, der sich lieber Zeit lässt. Okay. Das ist ja eine Münzschlacht hier. Was muss man? Naja, kommen richtige Kugeln raus, wann man das an die Arsch. Das wäre echt eine fiese Nummer. So eine Münztour ist natürlich extrem geil. Ach hey, na, meine Lieblingsfiguren. Oh, I love it. Achso, die werfen auch nur mit Münzen. Dann hab ich ein Glück. Geniales Level. Toll. Geiler Einfall. Sehr schön und zum Glück gewonnen. Toll. Das hat er gut gemacht. Dafür würde ich gerne einen Stern vergeben, aber kann ich hier jetzt leider nicht, so wie es aussieht. Falls es jemandem einfällt, wie es geht, bitte um Mitteilung. So, das sieht noch ziemlich normal aus. Was ist das denn? Jetzt bin ich Luigi. Das kenne ich ja schon, aber das mit dem Scheinwerferlicht kannte ich ehrlich gesagt noch nicht. Guck mal. Ja, Yoshi. Au, au.
purer Neugier. Ja, tot. Tot ist cool. Prinzessin Peach. So, jetzt müssen wir abwarten. Sieht schon nach einem Ende aus. Tatsache. Und Hopsen. Jawohl. Geschafft. So, welches Level waren das jetzt? Bin ich aufgepasst? Ach, das 7. Sehr gut, danke. Oh, Feuerfest. Eieieiei. Oh, bitte, bitte. Oh, ein Pilz. Noch ein Pilz. Oh, 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 oh. Okay, brauchen wir Pilze. Ach, ey, was sind denn das für Dinge? Also, die kenne ich ja noch gar nicht. Pilzflöten, ja. Eieieiei. Okay, hier muss man wahrscheinlich Trick 17 machen. Also mit Feuer, fliegenden Feuerbällen, also. Das war ja pures Glück. Let's go, dicker Bowser. Da ist er auch schon. Nein! Ich Trottel. Bin ich gesprungen. Ich Nase. So, wir haben gelernt, wir bleiben hinten. Nehmen wir schön hinten bleiben, hinten, 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 hinten. Da kommt ein Dicker! Okay, blieb mir jetzt gerade nichts anderes übrig. Ist natürlich totally fatal, wenn jetzt da irgendwie kein Pilz kommt. Wow. Haben wir geschafft. Komm, Dicker! Komm, 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 Dicker! Nein! Das ist... Man neigt zum Ausrasten. Gott, da ist das Level so kurz und man schmiert hier andauernd ab. Das ist ja... unbelievable. Ich weiß gar nicht, dieses Leben, was man hier einsam ist, zählt überhaupt gar nicht, ne? Also irgendwie so das Gefühl... Wie völlig egal ist. Oh, oh, ducken, ducken, ducken. Ach, ich dachte, ich krieg's hin, aber. Jawohl, jetzt aber groß. Also jetzt kannst du weiter leben, Dicker. Und dich. Mut zur Lücke, sage ich immer. Und da war eine. Sehr schön. Haben wir das auch geschafft? Zack. Mario Prinzessin Peach wurde in andere Festung gebracht. Na, war ja klar. Fortsetzung folgt. Da ist der Hund wieder auf der Rakete. Also wer sich das einfallen lassen hat, ja, der Hund auf der Rakete, ist echt nett. So, ihr Lieben, das war eine 10 Mario-Herausforderung. Und ich wollte ja nochmal schauen. So, hier haben wir übrigens die Optionen. Hier kann man übrigens nochmal einstellen, wo man springen und wo man rennen will. Ansonsten natürlich die... Kommentare anzeigen, Mitteilungen, ne? Und so weiter. Das kann man sich alles anzeigen lassen. Dann hier sind, wie gesagt, die Mitteilungen, die man dann so gesehen bekommt, die einem angezeigt werden. Hier ist dann der Speicherbot. Hier kann man halt Level laden und speichern. So, und jetzt möchte ich gerne mal ein neues Level bauen.
Sehr schön. So, das ist wie gesagt hier das Neue, was ich dazu bekommen habe. Und zwar auf der dritten Reihe. Wie wir sehen, haben wir hier den Hammerbruder wahrscheinlich, oder? Hammerbruder, mal gucken. Ja, es ist ein Hammerbruder. So, dann haben wir natürlich Olle Bosa. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie er bei Jude aussieht. Ja, da ist er. Der dicke Bosa. Und eins würde mich ja mal interessieren, wie kriegt man den eigentlich groß? Muss ich da einen Pilz draufsetzen? Nein, wie geil ist das denn? Cool. Kann ich den noch größer machen? Nein. Geht das? Ach, schade. Können wir ihn vielleicht... Ne, okay. Das ging nicht. Aber kann ich den dicken Bosa vielleicht Flügel verleihen? Das wäre lustig, oder? So ein fliegender Bosa. Tatsache. Machen wir ihn noch groß? Wie geil ist das denn? Das ist nett. Das finde ich ja cool. Das finde ich ja cool. So, Digga, da kannst du stehen bleiben. Echt cool. So. Machen wir mal ein ganz kurzes Level. Hier. Warte mal. Ich weiß leider noch nicht, wie das mit der Röhre funktioniert. Schütteln kann man es auch nicht. Weil, dass man denn, also ich würde jetzt sagen, zum Beispiel als Trick 17, dass man jetzt sagt, irgendwie hier kannst du reinkommen, ne? Und am Ziel kommst du wieder raus. Wäre ja schon irgendwie lustig. So. Let's go! Boah. Der Dicke geht ja ganz schnell. Da kommt der. Komm, hier ist der Sticker. Na komm, Dicker, komm, komm. Na komm. Ich fängt auch an zu fliegen. Hier bin ich, Dicker. Komm hier. Na komm, so Papi, komm. Ups. Ah, wir haben was vergessen. Stopp. Das war natürlich tragisch. Warte mal. Nee, das war auch doof. So. Guck mal, was jetzt schon. Na, wo ist der Dicke? Wo ist er hin? Dicker! Wo ist denn? Da ist der Dicke. Na komm. Hier bin ich. Nee, 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 nee. Kriegst du mich nicht, bist viel zu dick. Hier bin ich. Na komm, Dicker, komm. Boah, jetzt flippt er völlig aus. Hab ich ihn etwas wütend gemacht. Na komm, na komm. Der Dicke fliegt so geil. Oh Gott, jetzt mal. Schnell, Flucht. Ziel. Das war knapp. So, das war mal ein kleines lustiges Level mit dem dicken Bosa. So, also wie ihr gesehen habt, kann man den Bosa oder halt auch die anderen, kann man den größer machen. Können wir mal kurz gucken, ob das auch mit dem Goomba klappt. Bestimmt. Ich meine, wenn es mit dem klappt, wird es mit dem Goomba auch klappen. Oh, noch größer. Nee? Geht nicht. Gucken wir mal mit der Schildkröte. Jawohl. Und eine Pflanze. Ah, die kann man auch schütteln. Sehr gut.
So. Natürlich muss man immer dafür sorgen, dass man auch rüberkommt. So, da haben wir mal ein kleines, süßes Level gebaut. Zack. Wollen wir nochmal probieren, weil da durchkommt. Achtung. So, Dicke wieder. Oh, kommt der Dicke nicht hoch? Oi, 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 jetzt wird's schwierig. Mal springen! Dich. Falsche Richtung. Oh, den Dicken kann man nicht damit killen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Na, schon schwieriger. Das probieren wir gleich nochmal. Jetzt kommen wir so hoffentlich auf uns sitzen. Ah, der wieder runter. Na gut. Boah. Feuerball voraus. Ah. Nein, was war das denn? Ein Wandsprung. Stelle ich mich wieder extra bescheuert an. Dicker. Ah. Das ist ja eine fiese Motte, ey. Na komm. Flieg für mich. Flieg. Schön, wie er den umgeschossen hat. Boah, jetzt wird er madig. Ah. Oh, jetzt hat er den Dreh raus, aber wa? Er lernt dazu. Jetzt lässt er sich nicht mehr so leicht von mir. Oh, jetzt lässt er sich nicht mehr so leicht verarschen. Ich weiß nicht, ob die KI dazu lernt, das weiß ich natürlich nicht, aber... Nein, der Goomba! Ich bin ja da. Zack. Und? Dich. Jawohl. Nein! Das Ding kommt ja zurück. Na gut, wir machen einen kurzen Prozess. Tun wir einfach mal so, als wenn wir jetzt gewonnen hätten. So, liebe Freunde. Das war's auch schon mit unserem Super Mario Maker. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, Amüsiertablette spielt Super Mario Maker mit eurem Rockbock. Also, bis dann. Ciao, ciao.